Kennst du das Gleichnis vom Schatz im Acker und der Perle? Jesus erzählte einmal ein Gleichnis. Und zwar ungefähr so. Leute, wisst ihr, was das Himmelreich ist? Ich erklär's euch. Ein Lohnarbeiter arbeitete auf einem fremden Acker. Eines Tages fand er plötzlich einen Schatz, der in dem Acker vergraben war. Wow! Der Mann freute sich riesig und versteckte den Schatz sofort wieder. Dann verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte mit dem Geld den gesamten Acker, damit ihm der Schatz gehörte. Habt ihr kapiert, was ich damit meine? Fragte Jesus. Weiß nicht. Vielleicht, sagten die Menschen, die ihm zuhörten. Deswegen erzählte Jesus direkt noch ein zweites Gleichnis hinterher. Ein Kaufmann hatte sich darauf spezialisiert, schöne Perlen zu suchen. Er suchte auf der ganzen Welt und fand eine besonders wertvolle Perle. Juhu! Auch er gab seinen gesamten Besitz auf und kaufte die Perle. Und was könnte Jesus damit gemeint haben? Er wollte mit dem Doppelgleichnis klarmachen, wie genial das Himmelreich ist. Eine Deutung ist, jede und jeder kann das Himmelreich finden. Menschen aus jeder gesellschaftlichen Schicht. Ob man bewusst nach Gott sucht oder plötzlich von ihm überrascht wird. Egal, wie man darauf stößt. Eins ist klar, die Freude ist riesig. Oder wie siehst du das?